Ein wunderschön, liebe Freunde des gepflegten Motovlogs. Wir haben ja an dieser schnöden Tankstelle in Banská Bystrica eine kleine Pause jetzt gemacht. Eigentlich war ja schon ein bisschen früher mal eine Pause geplant, aber an den Nebenstraßen hat sich halt echt nichts ergeben. Keine Tankstelle, kein Kaffee, etc. Wo man hätte eine kleine Pause mal machen können. Und nach einem kleinen Fahrfehler sind wir kurzzeitig auf die Autobahn für 700 Meter und dann kam gleich die Abfahrt mit der Tankstelle. Und bis zum Ziel in Tschechien heute haben wir noch so ca. 170 Kilometer vor uns. Jetzt haben wir noch ein bisschen Stadtverkehr hier, bis wir raus sind aus der Stadt. Und dann geht's Richtung Große Fatra. Und bis zur tschechischen Grenze haben wir noch ca. 136 Kilometer vor uns. Das ist auch nochmal so ca. 2,5 Stunden Fahrzeit. Das werden wir ein bisschen aufsplitten. Aber wenn wir dann wieder in den Bergen unterwegs sind, weil die Große Fatra gehört ja noch zu den Westkarpaten, habe ich mir sagen lassen, macht das Fahren auch wieder mehr Spaß und dann sind wir auch wieder ein bisschen entspannter unterwegs als hier in diesem alten Stadtverkehr. Kaum war ich hier aus der Stadt raus, tauchte am rechten Straßenrand nochmal ein Harley-Händler auf. Leider waren wir hier auf so einer Art Schnellstraße unterwegs, sodass wir nochmal schnell spontan an der nächsten Kreuzung drehen konnten, mussten, wollten, sollten und nochmal ein Stück zurückgefahren sind. Bevor wir dann weiter sind Richtung tschechische Grenze, wo auch nochmal ein Fotostopp eingeplant war. Und von da aus waren es dann, von der Grenze aus ist es nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde bis zur Unterkunft. We'll be right back.
Leute. Ja, Gott sei Dank, ey. Oh, Alter, es gibt doch mal Gas da. Hier flicken. Boah. Traumhaft, ey, dieser Anblick. Jetzt war ich irgendwo unterwegs gewesen. Ich wäre ein bisschen schade durch den langsamen Verkehr. Aber ja, traumhaft. Was soll ich sagen? Luft 19 Grad, ja, das merkt man. Und Fahrbahn 36 Grad, das ist ganz okay. Kommt die Wärme mehr von unten als von oben. Ich weiß ja nicht, wo du hier hinkicken sollst. Du bist nur mal auf die Straße, ja. Oh, da oben haben wir eine schöne Burg. Ist ja so ähnlich wie der Loreleifelsen hier. Boah, was ist denn hier los? Kann man sich schön hinsetzen. So, Pause, Kaffee. So, jetzt haben wir hier den letzten Stopp quasi in der Slowakei gemacht. Ja, Slowakei. Leckeres Eis gegessen und jetzt geht's noch gute 44 Kilometer bis zum Grenzübergang und dann sind wir auch schon wieder in Tschechien.
Wir sind jetzt in Celina, wie man das ausspricht. Und jetzt haben wir noch eine Stunde, eine und eine Viertelstunde ungefähr bis zur Unterkunft. Am Grenzübergang wollen wir mal einen clean Autostopp machen. Was für eine Brücke, ey. Sind wir von der Hauptstraße wieder abgebogen auf eine Nebenstraße. Momentan noch aktuell viel Verkehr, weil hier Bitzer ist. Die Stadt Bitzer, Bitter, wie auch immer man das ausspricht. Ich hoffe, wenn wir hier durch sind, sind wir weitestgehend alleine unterwegs. Alter, ey, du hast auch eine Macke, wa? Ey! Also traumhaft, Alter. Kennzeichen hier.
Grenzübergang. Damit hätten wir dieses Land jetzt auch hinter uns gelassen. So liegt vor uns nur noch Tschechien und Polen. Ich werde jetzt hier Fotos machen, jetzt weiter.